Hätte ich nie gedacht, dass ich für so einen No-Name Texte schreibe. Gute Reime, guter Flow, Adrian hat nichts von beiden. Und du hast Glück, eine Quali musst du nicht einreichen. Für dich wär's dann fast unmöglich, diese Runde zu bestreiten. Und du wusstest noch direkt, dass du dieses Ding verlierst. Als du deine Paarung sahst, bist du hyperventiliert. Es ist nicht so einfach, gegen einen No-Name zu battlen. Worauf soll ich mich beziehen? Auf deinen YouTube-Channel? Mit deinen 20 Abos hast du ganz schön was geschafft. Tolle Sache, richtig krass, schau dir das hier doch mal an. Schämst du dich für deine Stimme? Warum sagst du nichts? Ist dir peinlich vor der Masse, die da vor dem Rechner sitzt? Und was sind das für Clips? Ist das ein schlechter Witz? Die zeigen, was du drauf hast. Richtig, nichts. NH verfickt nochmal. Was ist das für ein Team? Hab gegoogelt und gesehen, dass die nur Social spielen. Kann ich voll und ganz verstehen, denn an Teamwork scheint's zu fehlen. Erspar uns deine Front, die will doch wirklich keiner sehen. Hallo HBT, was ist das bitte für ein Gegner? Für den Einzug in das Viertel, da bedanke ich mich später. Muss schon ziemlich scheiße sein, beim HBT früh rauszufliegen. Und für mich wird's ziemlich geil sein, jeden Flawless zu besiegen. Ich brauche keine Features, ich brauche keine Writer. Denn dass ich gewinne, sieht man, ich rappe nun mal nicer. Bring doch deine Lines, die mich nicht ansatzweise treffen, meinetwegen. From a Real Talk, denn auch das wird dich nicht retten. Womit willst du bitte ankommen? War Pity, der ist dünn. Und der hat bei Facebook voll die tollen Bilder von sich drin. Aber erwähnt dann doch auch, dass ich raptechnisch der Beste bin. Ihr alle wisst, euer Rap-Skill gleicht nicht dem von Finn. Denn meine Punchlines, die sind schlagfertig wie Boxer. Bei dir muss man sich doch fragen, wie sehr du deinen Text verbockt hast. Ich geb mir keine Mühe, ich schaukel das Ding locker, während du bereits in deinen ersten Lines total gefloppt hast. Muss schon traurig sein, hast nie eine kreative Phase und bekommst nach 4-5 Zeilen bereits die erste Schreibblockade. Ich weiß, dieser Track hinterlässt bei dir tiefe Narben. Es war dir halt vorbestimmt, du musstest gegen mich versagen. Hallo HBT, was ist das bitte für ein Gegner? Für den Einzug in das Viertel, da bedanke ich mich später. Muss schon ziemlich scheiße sein, beim HBT früh rauszufliegen. Und für mich wird's ziemlich geil sein, jeden Flawless zu besiegen. Ich brauche keine Features, ich brauche keine Writer. Denn dass ich gewinne, sieht man, ich rappe nun mal nicer.